So, Obsidian, okay. Also. Also. Wir müssen die Obsidianinsel schwächen. Und ich glaube, ich werde es einfach als Zwischenfolge einfach vor der jetzigen Folge, oh Gott, ich hoffe, ich merke mir das dann einfach, wenn es soweit ist, werde ich es einfach dazwischen schieben, dass wir einfach die Kultisten komplett erledigt haben. Ich denke, das wird sowieso ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, wenn wir die Obsidianinseln erst einmal schwächen müssen. Wo sind die überhaupt? Sind die Obsidian? Ach, hier. Aber ich will doch nicht, dass das Athen bekommt. Okay, ne? Also ich würde sagen, Rache der Typhos. Ja, dass die Folge einfach vor der Folge kommt, die ich gerade aufgenommen habe, weil sonst wird das wahrscheinlich ein kleines bisschen verwirrend. Gut, es wird wahrscheinlich jetzt verwirrend sein für diejenigen, die sich denken, hä, wir haben doch in Athen aufgehört. Ja, das stimmt. Und wir haben auch weitergespielt. Aber Assassin's Creed Odyssey ist nicht allzu lang, was die Hauptstory belangt. Und ich bin ein kleiner Monk. Dazu stehe ich. Jeder weiß, zumindest die Leute, die Assassin's Creed bei mir schon von Anfang an verfolgen, die wissen, ich bin ein kleiner Monk, der zuvor immer alles schön abgeschlossen haben muss. Bevor wir uns der Hauptsache komplett widmen. Und ähnlich. Oh, verdammt. Ist es auch jetzt hier? Und um den Kultisten herauslocken zu können, müssen wir die Obsidian-Insel schwächen. Was wir hiermit tun werden. So, Entern einleiten, genau. Und wir werden die letzten Kultisten in der heutigen Folge eliminieren. Wie gesagt, ich hoffe einfach, ich erinnere mich daran. Weil anders kann man leider den Kultisten jetzt nicht eliminieren. Es tut mir so leid, dass ich jetzt einfach die Obsidian-Inseln aus Spartas Hand dingsen muss. So, Mädels. Sehr schön, Eevee. Ja, die Frauen machen mit, das macht ein Bajek. Guck mal, der zänzelt nur umher. Obwohl Bajek ist auch gegen, ne? Wir haben ja hier vier Frauen an Bord. Und nur ein Mann. Gut, Bajek. Ich glaube, Aveline Grandpré hätten wir eigentlich noch als Frau. Was ist das denn für ein Krebs? Ach, das sind nur Händler. Um Gottes Willen, habe ich hier Händler noch mit abgeschossen. Es tut mir leid. Ah, die Frage. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Ich glaube, wir müssen einfach die Festung wieder infiltrieren, oder? Beziehungsweise, ja, die hier. Ich glaube, anders kommen wir jetzt nicht an, oh Gott, an die Schwächung von Sparta. Hatten wir die Obsidianinsel nicht schon irgendwie? Geschwächt gehabt? Hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich das natürlich mit eingeplant. Wo ist er denn?
Ja. Man wird schön bewacht. Aber ich würde trotzdem sagen, wir speichern, dass wir voll reingehen. Wir versuchen es einfach mal. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Der moderne Bogenschütze setzt angeblich auf die Feder der mächtigen Taube. Ernsthaft? Wer hätte gedacht, dass etwas so Banales... Überlebst du nicht! Nein. Oh verdammt. Allah möchte gern, ja, super, guck mal, es fängt schon wieder super an. Hab ich schon wieder überhaupt nicht die Schnauze voll. Ich habe aber Leertaste gedrückt, das will ich gesagt haben. Würde mich mal interessieren, wie oft ich das jetzt in diesem Let's Play gesagt habe, dass ich Leertaste gedrückt habe. So. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Nicht? Ich würde mich freuen, mich hier zu sehen. Das ist dein Ende! Ich muss es nur schwächen. Das heißt nur, ne? Wo ist denn der? Ich hab Q gedrückt. Und es hat einfach nicht funktioniert. Dun, 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 dun. Meine Hoffnung ist ja, dass der Söldner ich glaube, das war eine richtig dumme Idee von mir. Eigentlich nur, ich glaube, ein Soldaten. Ah! Das war dein Pech. Och Mann! Jetzt hab ich dich. Ah. Aber es mit dem Schiff wird auch so lange dauern. Ich hasse es, auf Albtraum zu spielen, wirklich. Es bringt natürlich noch Vögel, die Schweine. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Eigentlich nur der Anführer. Nur den Anführer eigentlich eliminieren. Eigentlich, ne? Doch, ihr seid einfach... Ach, jetzt hat es mal funktioniert mit dem Ausweichen. Ich bin begeistert. Wirklich. Kopfgeldjäger jagen dich. Ja, mi. So, jetzt können wir eigentlich noch die Vorräte... zerstören? Haben die noch einen Staatsschatz? Stimmt nicht. Ach, das war der Schauplatz der, ich glaube, 100 Händen, ne? Hier, ne? Will ich nur gesagt haben. Das war jetzt auch eine Sekunde Verzögerung.
Aber ich glaube, jeder, der selber sehr so gut Odyssey spielt, kann das wahrscheinlich hoffentlich bestätigen, dass es nicht immer am Spieler liegt, wenn man hier stirbt. Angriff auf eine Festung. Ja, mimi. Verbrennt einfach eure Vorräte. Warten, das andere. Aber eigentlich müsste ich doch gar nicht auffallen. Das ist dein Ende. Nee. Ich dachte, du wärst stärker. Kannst du bitte mal schnell laufen, Cassandra? Herzlichen Dank dafür. Oh. Dann mal da oben. Wie gesagt, es wäre so gut, wenn einfach der Söldner aus Versehen hier, ja. Oh, der ist auch 71, ja. Wollen wir sonst noch irgendwas in die, hier, Cassandra, jetzt geh bitte hier. Danke. Und hast du irgendwas? Nein, ich hab da weg. Langsam spart das Eroberungszug. Ja. Kein Problem. Ach, verdammt, das ist ein Söldner. Och, nee. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Söldner? Oh. Das sieht Cassandra aber auch so aus. Die ist wirklich arschlangsam, ne? Also ich werde draußen mal schneller. Ich meine, klar, die hat eine Rüstung an und so einen Spaß, ne? Ist alles ganz schlimm und alles ganz schwer und so, ne? Aber trotzdem. Oh. Alles für den Kultisten. Alles für den Kultisten. Mann! Und auch zwei, verdammt! Es nervt mich gerade so sehr, dass es. Das ist einfach. Ich bin schon wieder. Du bist ja nicht mehr froh. Okay, aber bald müsste die Eroberungsschlacht verfügbar sein.
Sie kann sich nicht ewig verstecken. Aber wisst ihr, wenn das eine Sie gewesen ist? Das ist ein bisschen übergriffig. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, ne. Wir haben ja auch nichts mehr, ne? Oh, Haus des Anführers, okay. Okay. Was ist das? Okay, ich denke, ein, zwei von denen, dann haben wir es hoffentlich. Okay. Oh, ist das angreifbar? Stimmt, kann sein, dass es irgendwie... Guck mal hier, vier. Sogar vier Söldner auf einen Haufen. Soll mal jemand sagen, man soll das machen können. Oder schaffen können. Wir haben noch zwei davon. Gift und Flamme, ja, genau. Gute Nacht. Ah ja, oder hatten wir das... Oder hatten wir das vielleicht schon gemacht? Ich segelte an den Sirenen vorbei und in den Schlund des Poseidon. Die Wellen beugen sich mir in Angst. Sokos, voller Tatendrang und forscht, war Sokos ein bemerkenswerter junger Mann. Er verlangte jedem Respekt ab. Doch der selbsternannte Beschützer der Obsidianinsel fuhr nur aus einem einzigen Grund zur See, um sich in Augen des Kosmos Ruhm zu verdienen. Jeder, der sich den Zielen des Kultes in den Weg stellte, fand sich in Sokos Kielwasser wieder, um langsam dem Meeresgrund entgegenzuwirken. Warum heißt es Kielwasser? Hey, 30 Jahre später und das Spiel reagiert auch mal. Das ist wirklich manchmal echt nicht feierlich.
schon wieder gar keinen Bock auf die ganze Sache. Warum habe ich jetzt schon so wie... Excuse me? Ja, das... Ey, wirklich. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich stehe auf normal um. Ich habe gerade wirklich... Obwohl, ich kann nicht auf normal umstellen, ne? Das Salzgehalt ist mir sehr hoch bei mir. Das nervt mich schon wieder. Aber ich kann es nicht umstellen. Ist mir... Oder warte mal. Weißt du, was ich mache? Schön. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den. Ach komm, dann küssen wir uns. So krass, wirklich, ey. Ach, die können auch von vorne schießen. Ach, das können die. Ah, wirklich. Nervt mich so des Todes. Komm, jetzt lad doch nach. Wozu habe ich so viel Geld und Ressourcen ausgegeben? Wirklich. Genau, alle auf den einen, kommt los. Herdix. Los, Mädels, auf ihn drauf. Bayek, du warst auch sehr gut. So. Hier, guck mal, wie schnell die nachladen. Könnt ihr euch mal eine Scheibe davon abschneiden? R, ich drück's seit 30 Millionen Jahren. R. Oh, ich hab T gedrückt. Los, schnell! Sehr schön. Wundervoll. Der Oktopus. Man wird davon singen, wie ich Poseidon mit seinem eigenen Dreizack erschlug und seinen Kopf den Haien vorwarf. Das würde ich sehen. Alles, was über sie bekannt war, waren Mythen. Seeleute erzählten die Geschichten von einer Schiffsführerin,
die von Erin getötet und als geisterhafte Erscheinung wiederbelebt worden war, die man nun als den Oktopus kannte. Sie befehligte die Elite-Truppen des Kults mit eiserner Hand und voller Hingabe. Okay, also hätte ich eher wahrscheinlich von Anfang an gedrückt, wäre es von Anfang an leichter geworden. Dreh dich doch mal, Schiff. Aus einem Da Vinci-Gemälde. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich ja wirklich noch nie gesehen. Bis zum Tod! Los, Mädels und Bayek! Drücke ich die ganze Zeit. Und natürlich linke Maustaste. Nee, doch linke. Sehr gut, Bayek. Drauf, immer drauf, Mädels. Super, Evie. Oh. So lustig wie. Sehr schön. Ich hasse diese Schiffseroberungskämpfe wirklich.
So, wo haben wir den Oktopus? Der Oktopus ist dort. Okay, dann muss ich noch auf Albtraum umstellen und dann können wir die gute Frau herausfordern. So, Moment. Wir legen ab! Gib den Kurs vor, Kapitän! Für eine Wahl. Beeilt euch! Auf Position! Ihr sollt abfallen, außer du willst einen Kampf. So schnell es geht! Nee, das wird wieder nichts werden. Oder? Oh nein. Löcht das Feuer, es gibt genügend Wasser. Ja, schön. Weg! Weg! Schnell! Bevor die wieder kommen. So, aber wir haben damit endlich alle Kultisten beseitigt und nur Alexios und der Neuanfang. Achso, schön. Ja, sind noch, ja, ich sag mal offen. Und wir werden jetzt vor den Flüchten und dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle die heutige Folge. Wir werden, beziehungsweise werde ich dann einen Cut machen und dann, ja, wird es weitergehen mit... glaube ich, wo alles begann, im Taigetos-Gebirge. Und dann ja, wird, wie gesagt, diese Folge vor der eigentlichen Folge kommen, die ich gerade aufgenommen habe, einfach weil ich einen inneren Monk habe und der mir sagt, wir müssen erst alles erledigt haben, bevor wir die Hauptstory weitermachen können. Und auf Albtraum hatte ich ja schon gestellt, genau. Und wie gesagt, wir werden dann den Dialog mit Myrine noch führen. Und dann, ja, hoffe ich, dass euch die heutige Folge trotz meines Salzgehaltes gefallen hat. Und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.